Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück. Nun, es ist soweit. Der erste Vollmond in diesem Jahr findet auch demnächst statt. Und zwar am 18.01. um 0.50 Uhr im Tierkreiszeichen Krebs. In diesem Video möchte ich die Kernaussage von diesem Vollmond erläutern und erklären. Es ist so, dass der erste Neumond in diesem Jahr fand im Tierkreiszeichen Steinbock statt. Der Vollmond findet im Krebs statt. Der Steinbock, das ist der Opposition Tierkreiszeichen zu dem Krebs. Also sozusagen, das ist die Tierkreiszeichenachse Steinbock-Krebs. Was bedeutet das für uns? Also damals bei dem Video über den Neumond habe ich gesagt, jetzt ist es die Zeit, eine gewisse Struktur aufzubauen, beziehungsweise zu lernen, die Struktur in das Leben zu bringen. Das ist eine sehr wichtige Fähigkeit, die wir auch demnächst für die nächsten 1,5 Jahre brauchen werden, für die nächsten 18 Monate. Denn am 18.01. findet nicht nur der erste Vollmond in diesem Jahr statt, es wechseln sich auch die Mondknotenachsen in das Tierkreiszeichen Stier und Skorpion. Darüber nehme ich ein extra Video auf, beziehungsweise habe ich schon aufgenommen. Das Video wird aber nach diesem Video folgen. Um was geht es? Also, wenn sich diese Mondknoten wechseln, dann diese Fähigkeit werden wir unbedingt brauchen. Deswegen war ich damals auch so gezielt darauf eingegangen. Jetzt zu dem Vollmond zurück. Die Kernaussage dieses Vollmondes betrifft die Selbstsicherheit, Selbstsicherheitsgefühl. Es ist kein Widerspruch. In dem, wo wir bei dem Neumond im Tierkreiszeichen Steinbock anfangen müssten zu lernen, diese Struktur aufzubauen, die uns unter anderem auch die Sicherheit geben kann bzw. geben sollte. Der Krebs, der steht natürlich für die Familie, steht auch für die Geborgenheit, für das Zuhause, weil man geht davon aus, dass zu Hause sollte man sich sicher fühlen. Im Ganzen zu betrachten, geht es darum, dass jetzt die Zeit ist, also am besten wäre es, wenn wir uns zu dem 18.01. von unseren Ängsten, die uns nicht weitergehen lassen, verabschieden. Da ich aber weiß, dass die Ängste sehr hartnäckig sind und sie wollen nun mal nicht bei unserem ersten Wunsch, dass wir uns von bestimmten Ängsten verabschieden, sie lösen sich nicht auf. Sie bleiben. Sie sind ganz schlau, sie fangen uns nochmal hier und da zu prüfen, beziehungsweise es ist auf jeden Fall die Arbeit mit den Ängsten, sie ist dauerhaft, aber irgendwann muss man sich gestehen, dass man den Weg gehen möchte, wenn man das natürlich möchte. Und hier geht es darum, dass es ist wichtig, dass man sich eingesteht, welche Ängste man hat. Und wenn man das selbst nicht erkennen kann, dann wäre es schön, wenn du mit dem Spezialisten darüber sprichst. Das kann alles betreffen. Und du kannst das merken, zum Beispiel, wenn du Rückenschmerzen hast. Dafür gibt es unter anderem auch psychosomatische Ängste. Weil wenn man Rückenschmerzen hat, man kommt einfach physisch nicht viel weiter, weil bei jeder Bewegung tut das weh. Und natürlich, wenn es weh tut, man versucht sich auch deswegen irgendwie zu schützen und wagt sich vielleicht nicht so also so zielstrebig zu sein. Man kann es festlegen, zum Beispiel an gewissen Gewicht an unserem Körper. Es ist so, dass wir sind alle von Natur aus unterschiedlich, aber wenn du irgendwo spürst, dass diese paar Kilos zu viel sind, deinem Gefühl nach, egal wer was darüber denkt, deinem Gefühl nach, dann wäre es sinnvoll zu hinterfragen, welche Angst sich hinter dem Gewicht verbirgt. Wovon habe ich Angst? Also zum Beispiel die Fettablagerung im Bauchbereich, das ist ein wahrhaftes Symbol und schon ein erster Klingel dafür, dass man sich von irgendwelchen Ängsten und nächsten Schritten im Leben drücken möchte. Und das ist der Vollmond, an dem man sich mit all dem,
was dich beunruhigt, was dir Angst macht, bewusst oder unbewusst. Es können auch sein die Ängste aus der Kindheit. Und das alles wäre in dem Sinne zu untersuchen, zu analysieren und versuchen dazu die Lösungen zu finden. Denn es geht darum, um weiterzukommen. Und das ist jetzt die Zeit, in dem, wenn man es nicht versucht, schon ein bisschen so zielorientiert diesen Angst zu verjagen, der wird immer wieder runterziehen. Das ist die Kernaussage von diesem Vollmond. Jetzt ein paar Warnhinweise. Das betrifft alle. Und es ist wichtig, dass wir respektvoll gegenüber sind. Denn wenn jemand Kopfschmerzen hat, dann, wenn ich zum Beispiel Kopfschmerzen habe und doof Auto fahre, das heißt nicht, dass der andere gegenüber auch nicht den Kopfschmerzen hat. Deswegen ist es wichtig, dass wir ein paar Tage vorher und ein paar Tage nachher sehr vorsichtig beim Autofahren sind, beim Fahrradfahren, überall insgesamt, was die Bewegung angeht. Es ist wichtig, dass wir mit Medikamenten sehr vorsichtig umgehen. Versuchen Sie auf keinen Fall Alkohol in diesen Tagen zu trinken. Alles, was die berauschenden Mittel angeht, auch lieber zu verzichten. Denn die Dosierung kann wirklich sehr schlecht wahrgenommen werden, beziehungsweise sogar, wenn Sie wissen, dass Sie abends ein Glas Wein trinken, die Folgen davon können irgendwie stärker sein, als Sie das erwartet haben. Dann Medikamente. Neigen Sie bitte nicht dazu, die Dosierung von den Medikamenten zu überschreiten, beziehungsweise ich weiß, dass am Vollmond ganz viele Menschen schlafen schlecht. Ich bin auch der Mensch, der sehr schlecht am Vollmond schläft. Deswegen es heißt ja nicht, dass Sie gleich 5 Schlaftabletten einnehmen müssen. Also unser Körper, unsere Psyche, sie reagiert dann wirklich ein bisschen komisch auch auf die Medikamente. Also auf jeden Fall nicht so, wie wir es erwarten könnten. Das wollte ich dazu sagen. Und jetzt, für wen wer kann an diesen Tagen besonders empfindlich sein? Also alle Menschen, die am 2., 11. und 29. geboren sind. Denn eine 2, das ist der Mondzahl. 2 steht für den Mond und also 2 ist klar. 11, das ist 1 plus 1, 2 und 29, 2 plus 9, 11 und 1 plus 1 ist 2. Das sind diese Menschen. Dann sind das die Menschen, die in ihrem Geburtshoroskop der Mond ein starkes Mond haben. In erster Linie, das ist der Mond im Krebs, dann auch der Mond im Stier. Und für diese Menschen ist es, es kann damit gerechnet werden, dass die Gefühle sozusagen sich extrem ausbreiten. Also hier ist es eher positive Wirkung. Also wenn man bei einem Vollmond von positiven Wirkung sprechen kann, dann ist es auf jeden Fall positiver, als wenn der Mond in Ihrem Geburtshoroskop sich im Steinbock befindet. Denn wenn der Mond sich im Krebs befindet, das heißt, so zu Ihrem eigenen Mond wird das in der Opposition stehen und das gibt viel, viel Spannung. Man ist gereizt, man ist genervt, alles passt nicht. Und das kann auch schon, also wenigstens einen Tag vorher und einen Tag nachher. In diesem Fall besonders intensiv sein. Und natürlich, wenn der Mond im Skorpion steht, das ist dann der gegenüberliegende Tierkreiszeichen vom Stier. Das ist das, was ich vermitteln wollte, um es zusammenzufassen. Ganz, ganz wichtig, mit den Ängsten zu arbeiten, die dein Selbstsicherheitsgefühl gefährden. Weil wenn wir uns sicher sind, dann wagen wir uns, den nächsten Schritt zu gehen. Dann wagen wir zu träumen, zu wünschen und uns zu erlauben, dass diese Träume auch wahr werden. Denn wir sind bereit dafür, etwas zu tun. Wir sind einfach bereit, an unserem Körper zu arbeiten, an unserer Weiterbildung zu arbeiten, sich mit anderen Menschen verbinden, kommunizieren, offener sein, selbstbewusster auftreten. Das ist das Selbstsicherheitsgefühl
hat sehr, sehr breite Ausstrahlung auf die Lebensbereichen. Da ich jetzt dein persönliches Horoskop nicht kenne, ich weiß nicht, welchen Lebensbereich unbedingt bei dir das betreffen wird, aber du kennst deine Ängste. Wenn wir ganz ehrlich miteinander sind, beziehungsweise mit sich selbst sind, dann kennen wir unsere Ängste. Und Psychosomatik ist unter anderem auch dafür da, falls wir es mit Kopf nicht verstehen, unser Körper signalisiert das immer. Wenn du das nicht interpretieren kannst, dann erinnere dich, in welchem Körperbereich hast du Schmerzen. Sei das jetzt Rücken oder Füße oder Bauch, und das könnte dir auch helfen, die Ursache dafür für ein störendes Sicherheitsgefühl zu finden. Wenn du dazu Fragen hast, dann bitte im Kommentaren schreiben. Ich hoffe, beantworte sehr gerne die Fragen. Sonst bin ich auch dankbar für die Kommentare, für die Likes, und du kannst gerne meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche allen, dass der Vollmond vergeht möglichst reibungslos, und glaubt mir, wir werden es demnächst brauchen, dieser Durchsetzungsvermögen. Das werden wir extrem brauchen für die ganzen nächsten 18 Monaten. Daher vertreiben wir unsere Ängste und lassen das Beste in unser Leben, in unsere Zukunft eintreten. Bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Tschüss!